Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Andreas und dieser schreibt: Hallo Dandy, mein Name ist Andreas und ich schicke dir auch endlich mein Zoo ein und hoffe, er wird dir gefallen. Meine Gehege scheinen oft zu klein, aber keine Sorge, meinen 23 Tierarten plus Vivarium geht es gut und haben genug Platz. Ich habe viele Details eingebaut, zum Beispiel zwei Besuchereinrichtungen, die geschlossen sind. Dort darfst du auch gerne reingehen, denn auch dort gibt es viel zu sehen. Dazu habe ich auch Wege, die entweder geschlossen oder noch gebaut werden. Die Personalwege darfst du auch besuchen, denn dort gibt es auch einige Details, außer im Afrika-Bereich, da kam ich noch nicht ganz dazu. Mein Zoo hat auch zwei Rundwege, die momentan noch relativ gleich verlaufen, denn mein Zoo befasst sich auch mit einem bestimmten Thema. Nun komme ich noch zum Namen. Mein Zoo heißt Zoomania. Ich weiß, du hattest schon zwei, die genauso hießen. Der Grund, warum ich meinen so genannt habe, ist, wie du damals schon sagtest, er stammt von dem Film ab. Ich bin ein Riesenfan von Zoomania und so war es mir schon von vornherein klar, dass er so heißen wird. Nun wünsche ich dir viel Spaß in meinem Zoo Zoomania. PS, besuche mein Zoo auch nachts, denn ich habe viel mit Licht gebaut. Viele Grüße, Andreas. Vielen Dank, Andreas. Ich freue mich schon sehr auf dein Zoo und genau diesen besichtigen wir jetzt. Und angekommen im Zoo von Andreas. Dieser heißt Zoomania, wie er schon schrieb. Das ist der dritte Zoo, der so heißt. Und ja, ich kann es verstehen. Der Film ist cool. Deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Wir gehen mal ein bisschen schneller. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich mag das sehr gerne, wenn man sowas Tunnelartiges hat, was trotzdem nicht ganz geschlossen ist, sondern so offen mit Glas oder halt mit solchen Teilen, die nicht ganz geschlossen sind. Das hier finde ich auch ganz cool mit dem Holz. Was man hier vielleicht hätte noch machen können, wäre die ein oder andere Pflanze hier noch mit rein in das Gitter, so Efeu oder so. Finde ich immer ziemlich cool, aber gefällt mir trotzdem echt schon richtig gut hier. Ich bin mal gespannt. Willkommen in Zoomania. Rundgang, Klimatour, Tierhäuser, Wolf, Bärenhöhle, Afrika, Asien. Okay, gefällt mir echt gut. Also tolles Begrüßungsschild hier. Cool alles ausgeschildert. Hier ist auch schon beleuchtet. Also das sollten wir uns nachher definitiv bei Nacht ansehen. Und, hier ist schon das erste Schild. Sehr geehrte Zoobesucher, zurzeit wird dieser Bereich vom Zoo noch gebaut. Wir bitten um Verständnis, Ihr Zoo-Team. Sehr elegant gelöst. Finde ich gut mit so einer Holzwand und dann auch ein Schild. Dadurch halt nicht störend, dass das da noch nicht fertig ist. So, Fütterung um 8.40 Uhr. Flamingos und Hippos. Schön. Sieht gut aus. Finde ich cool. Wenn man hier hoch kann. Gut, die Brücke hätte man sicherlich noch ein bisschen ausschmücken können. Das ist halt die Standardbrücke vom Weg her. Aber ansonsten gefällt mir das schon. Hier fehlen auch ein paar Säulen bei der Brücke. Ist ein bisschen unrealistisch. Aber die Gehegegestaltung ist richtig schön. Schöne Felsarbeit hier. Das sieht auch interessant hier aus. Finde es cool, dass du hier noch so Düsen eingebaut hast, dass das hier so runterfließt. Gefällt mir. Nice aus. Gut, die Düsen sieht man jetzt leider. Aber wenn man da keine Felsen reinbaut, dann kann man das leider auch nicht umgeben, weil es halt die Funktion nicht gibt, dass man die unsichtbar machen kann. Das hatten wir ja schon oft das Thema. Hoffentlich kommt das irgendwann im Update. Das versucht alles mit Klippen abzustecken. Hier vorne sieht es nicht ganz so elegant aus, weil man halt sieht, dass es kopiert ist. Aber trotzdem immer noch viel besser, als wenn da einfach eine, ja, einfach so eine Barriere wäre. So eine Holzmauer oder so. Eine Fertigbarriere. Finde ich trotzdem viel schöner. Wäre natürlich auch cool, wenn hier im Hintergrund noch was wäre, aber ist auch halb so wild. Schöne Höhenunterschiede. Schön verschiedene Terrains hier am Wasser, so ein bisschen mit Sand gearbeitet. Finde ich sehr cool. Da unten ist übrigens eins Hippo. Eins der Zwerghippos, wollte ich sagen. Läuft da oder schwimmt? Ich weiß nicht. Wie können diese fetten Dinger eigentlich so gut schwimmen? Finde ich ja echt beeindruckend. Ich bin, glaube ich, schon voll abgewichen vom Rundgang, ne? Ups. Okay. So, Leute. Ich weiche hier wirklich komplett ab. Wir gehen jetzt mal den Rundgang entlang. So, Arktis, Indien. Ah, das ist alles noch nicht fertig, oder? So viel haben wir jetzt hier nicht zu besichtigen, weil die FPS sind noch so richtig gut. War auch sehr schön hier, die Details. Gott, hier gibt es, glaube ich, viel zu sehen. Willkommen in Asien. Afrika. Okay, wir gehen mal hier hinein. Willkommen in Asien. Der Weg ist cool, den mag ich gern. Dem Unkraut. Ach, das ist hier schon Gehege. Ah, ein Faungehege. Wie süß. Direkt so ein kleiner Park. Da gehen wir mal direkt hinein. Öffnet sich sogar gerade die Tür. Finde ich toll.
Das sieht doch idyllisch aus. Schöne Blumen. Find's auch gar nicht so schlimm, wenn man sowas mega ebenerdig macht. Ist halt ein Park, wo die Besucher durchgehen können. Sehr elegant gelöst. Gut, hier im Hintergrund hätte man noch ein bisschen pinseln können, aber das hatten wir gerade schon. Finde ich nicht ganz so schlimm. Und das Gehege. Ich finde es übrigens sehr schade, dass man diese Brücke als Mensch nicht benutzen kann. Also, ihr wisst, was ich meine. Die Besucher können die nicht benutzen, so. Fütterung 9 Uhr. Okay, das ist auch cool. Sowas mag ich auch immer sehr gerne, wenn ihr solche Fütterungszeiten oder Shows oder so einbaut. Okay, hier geht's ins Affenhaus. Sieht auch super interessant aus. Schöne Kombination aus diesem hellen Holz, dem dunklen Holz. Da gehen wir mal hinein. Sieht aus wie ein sehr modernes Gebäude. Schauen wir doch mal. Okay, hier kann man sitzen. Hier sind auch Toiletten. Das ist gut. Auf Toilette muss man ja immer mal. Oh, wie schön. Die Schlafplätze sind super, dass die hier so nah an der Scheibe schlafen. Da kann man die Orang-Utans wirklich gut beobachten. Kurz hinein. Das sieht auch interessant aus, das Gebäude hier. Vielleicht noch so ein paar Büsche oder sowas hier hin. Sieht ein bisschen kahl aus, nur ein so ein Baum. Ich meine, hier strahlt ja genug Licht rein. Also da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr sich austoben können von den Pflanzen her. Du hast ja sehr viel mit Glas am Dach und so gearbeitet, was auch sehr gut ist bei Gebäuden, wenn natürliches Licht reinkommt. Vor allem bei Planet Zoo, weil die Beleuchtung halt leider nur bei Nacht angeht. Finde ich sehr schade. Deswegen kann man halt tagsüber keine Höhlen oder so vernünftig ausleuchten. Das Spiel sollte das irgendwie erkennen oder man sollte es einstellen können bei den Lampen, finde ich. Dass man halt die auch bei Tag anmachen kann. Das wäre schön. Ausgang, Exit. Gehen wir mal nach oben. Jetzt sind wir eine Etage höher. Zutritt nur für Personal. Okay. Ah, hier kann man dann auch nochmal raus. Kann man nochmal von oben gucken. Was sind denn hier überhaupt für Äffchen drin? Sind das auch noch Orang-Utans? Ach ja, das ist ein großes Gehege. Okay. Das ist ein großes Affenhaus für Orang-Utans, so wie es aussieht. Das ist aber cool, dass man hier oben nochmal rauf kann. Und halt auch von unten gucken kann. Wir schauen natürlich auch mal ganz kurz bei dem Personalweg hier vorbei, würde ich sagen. Licht und Sicherung. Ja. Ist jemand faul? Nö. Alle fleißig am Arbeiten. Hier ist der Teletubby. Das sieht halt wirklich aus wie der Teletubby-Staubsauger, so ein bisschen. Nur ein bisschen kleiner. Hat auch ein Smiley drauf. Saugt dann immer den Pudding auf, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Bescheuert, ey. Wurde die nicht auch abgesetzt, diese Sendung, weil die Kinder verblödet oder so? Ich weiß es nicht. So. Access only to personal. Okay, Zutritt nur für Personal. Ja, trotzdem sehr elegant gelöst. Sollen wir da mal reingehen, ganz kurz? So. Hat ja geschrieben, dass wir hier auch reinschauen dürfen. Oh ja, du hast hier wirklich Details eingebaut. So Bausachen und sowas. Finde ich cool. Das mag ich immer. Und hier ist direkt ein Eingang in... Oh, ein Panda-Gehege. Das schauen wir uns aber lieber aus Besucherperspektive an, würde ich sagen. Weltuhr, noch ist es nicht zu spät. Cool. Die 1. Was heißt denn die 1? Okay. Affen-Snackplatz. Cooler Name. Ach, guck mal, hier nochmal eine schöne Area, wo man chillen kann. Sogar mit ein bisschen Wasser und so. Ist immer schön, also Wasser plätschern. Gerade wenn man entspannt. Ha, ich liebe es. Sehr süß gestaltet. Was steht da? Retten wir die Welt. 5. Also das ist auf jeden Fall irgendwas nummeriert. Sind das die Gehegenummern oder gibt es hier irgendein Secret zu entdecken? Auf dem Snackplatz. Fand ich süß. So, hier haben wir keine roten Pandas. Das ist nur ein roter Panda oben. Hier gibt es normale Pandas. Gut, hier könnte man noch ein paar Felsen hinmachen. Gerade wenn es dann so scharfkantig wird. Ah, das ist sogar eine Mischung. Hier sind auch rote Pandas. Rote Pandas und Pandas drin. Riesengroßes Haus hast du hier gebaut, wo die hochklettern können. Finde ich auch sehr interessant. Hätte sich auch wieder ein bisschen mehr mit Pflanzen austoben können, gerade bei Pandas. Da kann man immer schön diese farbigen Bäume benutzen. Diese Kirschblütenbäume zum Beispiel oder diese orangenen. Das finde ich immer ganz toll. Aber ansonsten hier schon sehr gut gelöst. Wieder mit Klippen alles im Hintergrund. Hier hinten sieht auch interessant aus. Schöne Höhenunterschiede. Gefällt mir. So, wo müssen wir lang? Reptilienhaus, V. Klimatour, Rundgang. Hier sind Bären. Das finde ich auch immer cool, wenn man hier sowas selber baut. Ah, mega schön gemacht hier. Gefällt mir. Und dann noch diese Runterfallschutzdinger hinbaut.
Habe ich jetzt ja auch schon öfter gesehen. Das finde ich immer ziemlich cool. Unten planscht der Bär. Ja, wir bleiben aber auf dem Rundgang, würde ich jetzt sagen. Oh, schön Nebel. Rundgang rechts, okay. Toiletten. Das sieht schön aus. Schön atmosphärisch hier. Bärenhöhle. Cool mit den Tatzen auch, der Nebel. Oh, das sieht allgemein richtig cool hier aus. Info, unsere Zukunft. Also dein Zoo hat auf jeden Fall eine Hintergrundgeschichte. Geht auf jeden Fall darum, die Welt zu retten. Oh, was ist das denn? Das ist ja süß. Und Bärenglas. Niedlich. Sperrt zwar ein bisschen die Sicht, finde ich aber trotzdem cool. Immer nochmal durchlukern, die Bären. Aber das Gehege, was wir gerade schon gesehen hatten. Und hier kann man dann einmal die beim Schlafen sehen. Das ist deren Höhle. Hier ist sogar ausgeleuchtet so ein bisschen. Ich hoffe nicht zu grelles Licht. Das werden wir dann... Wollen wir jetzt mal kurz gucken? Ja, komm. Nachher vergesse ich das sonst. Ich hoffe, das ist nur so ganz leichtes Licht. Das wäre perfekt. Ja, tatsächlich nur so blaues Licht, so ganz leicht. Damit die Bären auch schlafen können. Also sehr durchdacht. Na, wäre ja doof, wenn das da mega hell ist. Finde ich übrigens sehr gut, dass du das hier mit so Holz, so einem Holzrahmen noch abgesteckt hast. Und dann so Glas. Sieht super aus. Allgemein sehr schön hier gemacht. Auch alles mit Felsen abgesteckt. Oh, cool. Überall auch Lampen und sowas. Zutritt nur für Personal. Also das ist wirklich sehr sauber gearbeitet. Wir laufen jetzt mal hier durch weiter. Oh, hier ist das gleiche für die Wölfe. Oh, cool. Fütterung 11 Uhr. Ah, da ist ein schöner Wasserfall. Gut, hier sieht man ein bisschen die Düsen noch teilweise, aber das macht ja nichts. Auch das Gehege sieht sehr trocken aus, aber ich glaube, das ist auch gewollt. Aber ein bisschen Bewerbepflanzung wieder. Also ein paar mehr Büsche gerade so an Stämmen und so. Du kannst dich ruhig noch mehr austoben. Ansonsten sieht das auch schon wieder sehr interessant aus. Vielleicht auch noch ein paar mehr Tiere. Kann auch sein, dass sie sich gerade verstecken, aber hier gerade nicht viel. Das sieht aber sehr cool hier aus, auch dass du es so abgerundet hast. Richtig schön. Auch hier alles mit Scheinwerfern, wow. Also ich glaube, wir müssen echt gleich nochmal bei Nacht alles uns vernünftig durchgucken. Jetzt sind wir hier wieder rausgegangen. Geh, glaube ich, jetzt mal hier lang, oder? Ja. Hier ist nämlich nochmal ein kleiner Raum, wo man dann den Pandas beim Schlafen zu sehen kann. Sehr cool gelöst. Finde ich nice. Das gefällt mir. Das ist übrigens die 2. Vielleicht müssen wir auch diese ganzen Schriften zusammenfügen, damit das Sinn ergibt. I don't know. So, jetzt folgen wir bei den... Hier waren, haben wir die Toiletten gesehen. Sind auf jeden Fall die Toiletten. So, jetzt folgen wir hier den Schildern, dem Rundgang. Und wir haben ja alles gesehen. Hier kann man auch nochmal die Tiere beim Schlafen sehen. Und hier ist das nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Wir gehen direkt hinein. Ich finde das echt schön, wie du das hier gemacht hast mit dem Holz und dem Glas. Sieht super aus. Ich habe ein paar Makaken. Sind echt wenig Tiere hier vorhanden. Du hättest dich, glaube ich, echt... Ich glaube, die sind ausgewüchst. Klingt zumindest so. Die Glocke läutet und keine Tiere in Sicht. Ich glaube, die sind ausgebüxt. Die sind halt wirklich weg. Die dachten sich so, nicht mit mir, ab in die Freiheit. Oh, wie schön, dass hier alles gestaltet ist. Bis bald. Nee, bald nur Erinnerung. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen wirklich die Sachen zusammenfügen. Das machen wir am Ende mal. Finde ich auch voll interessant. Oh, wie schön. Panda-Oase. Auch sehr süß. Auch schön beleuchtet. Also du hast wirklich sehr sauber gearbeitet. Das gefällt mir. Restaurant Tiger. Tigerbiss. Auch ein cooler Name. Rundgang. Wir bleiben beim Rundgang. Nicht, dass wir uns verlaufen. Was haben wir denn hier? Nochmal so eine coole Ecke, wo die Leute hin können. Ah, hier sind chinesische Schuppentierchen. Auch hier selbst mit so selbstgebauten Barrieren gebaut. Das sieht toll aus. Von hier drin kann man auch nochmal gucken. Cool. Sehr kreativ. Große Pandas Trampeltier. Ich glaube, wir können hier aber ruhig abbiegen, ne? Wenn es mal so hoch geht. Hier kann man nochmal das Japan-Makaken-Gehege sehen von oben. Gut, da ist dann Mitarbeiter. Und hier ist das Trampeltiergehege. Die sind auch hier.
sehr ebenerdig. Ich glaube, ich hätte hier noch so ein paar Höhenunterschiede reingebaut. Sieht irgendwie so ein bisschen so random platziert aus hier, die Sachen. Aber ein schlechtes ist es nicht. Das hier finde ich sehr cool mit diesen Holzdingern. Das sieht super aus. Schönes, trockenes Gehege gemacht. Vielleicht auch noch einen kleinen Wasserbereich oder so, wo dann so ein paar mehr Palmen wachsen, weil die Palmen, die wachsen wirklich so ein bisschen random. Naja, gehen wir weiter. Gefällt mir super. So. Weiß nicht, ob ich da rein sollte. Ich glaube, wir müssen da rein, Leute, in das Restaurant. Ansonsten laufe ich gleich wieder wie ein Verwirrter zurück wahrscheinlich. Wir wünschen guten Appetit. Hier gibt es ganz viel zu essen. Und hier kann man dann nochmal... Ach ne, hier kann man sogar rausgehen nochmal. Okay. Kann man nochmal rausgehen und dann die chinesischen Schuppentierchen beobachten. Sehr cool gemacht. Okay. Hier gibt es dann nochmal Toiletten, MW. Schauen wir mal hier noch kurz rein. Guck mal, auch hier wieder Details. Werde jetzt aber wahrscheinlich nicht alles angucken. Licht und Sicherung. Tierfutter stehend lagern. Bitte ordentlich abstellen. Wow. Wirklich viel Liebe zum Detail. Sibirischer Tiger, Königstiger. Ah, okay. Hier kann man die dann nochmal wieder beim Schlafen beobachten. Auch sehr gut gelöst. So, Fütterung, 12.30 Uhr. 12.20 Uhr. Das ist echt so gemacht, dass man jede Fütterung sehen kann, wenn man es richtig anstellt. Mal kurz hier hoch. Sehen wir besser. Das ist auch cool, ne? Der sibirische Tiger so ein bisschen mit Schnee hier. Und rechts ist dann der Königstiger. Der ist so ein bisschen wärmer. Okay, weiter geht's. Jetzt gehen wir in den Rundgang. Also ich glaube, es war richtig, dass wir da einen Abstecher gemacht haben. War auch gut, dass wir hier einen Abstecher gemacht haben. Was haben wir denn hier? Ganges Gaviale. Renn gerade hinein. Ich glaube, da gibt es Fressen oder so. So schnell wie der rennt. Oh, guck mal, das ist hier auch Beleuchtung. Auch cool gelöst. Einfach so in den Baum so ein paar Laternen rein platziert. Nicht schlecht. Ja, süße Details. Ich bin gleich echt gespannt bei Nacht. So viele Lampen, wie ich hier sehe. Oh, unter uns geht jetzt auch ein Weg lang, oder was? Ah, nee. Der geht gar nicht unter uns lang. Aber hier kann man nochmal Underwater Viewing sich anschauen. Sehr schön begrünt hier auch. Super interessant gestaltet mit den Klippen und so. So. Geht der Rundgang lang? Rundgang nach da, okay. Diese ganzen Schilder sind ein bisschen verwirrend. Okay, hier geht es auch noch nicht weiter, aber wir gehen mal hier lang. Wir sind umgezogen. Ach, hier waren vorher die Pandas drin, die roten. Wahrscheinlich hier, oder? Denke mal, ne? Die sind aber dann wahrscheinlich zu den normalen Pandas gezogen. Na, solange die sich verstehen. Ach, sieht auch super aus hier, das Gebäude. Schön gestaltet. Personaldurchgang. Ach, schön, hier kann man reingucken. Was haben wir denn hier für ein Tier? Ach, hier sind Leistenkrokodile, okay. So ein schönes Häuschen mit Wärme, die sich wohlfühlen. Dann den normalen Außenbereich, den gucken wir uns gleich so an. Oh, und hier sind einige Vivarien. In so einem Halbkreis. Sehr schön angeordnet. Hier ist jetzt der Außenbereich. Für die Krokodile. Das ist halt wirklich alles mit Klippen abgesteckt. Finde ich krass. Das sieht ja auch interessant aus. Ist das ein Friedhof? Immer mehr Temperatur. Oh, ist das interessant. So viele tolle Details hier. Wow. Auch hier nochmal kurz hinein. Treppe vorsichtig benutzen. Okay, hier geht es irgendwo anders hin. Das wollen wir mal lieber nicht. Wollen ja nicht vom Rundgang abweichen. Schnarchzeit. Oh. Taiwanische Schwarzbären, die hier die Ruhe genießen. Vorsichtsstufe. Hier wird noch gebaut, okay. Schwarzbären-Snackplatz. Hier kann man dann nochmal das Schwarzbärengehege so sehen.
wieder sehr schön gemacht. Auch mit dem Wasser hier gefällt mir. Gehen wir mal auf den Snackplatz. Auch sehr cool. Hey, da sind die Bären gerade auch wieder nicht da, ne? Frech. Ich glaube, du hättest echt noch ein paar mehr Tierchen machen können. Das sind, glaube ich, immer nur ein Tier teilweise. Ich weiß es nicht. Aber hier auch wieder schön mit diesem Unterfallschutz. So, wo geht's jetzt lang? Rundgang nach links. Haben wir hier schon alles gesehen? Oase. Gott, ich habe richtig Angst, was zu übersehen. Ich gehe mal kurz in die Oase rein. Klingt nämlich sehr interessant. Ah, jetzt sind wir hier. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Ich glaube, sonst wären wir nicht zurückgekommen. Hier kann man sich hinsetzen. Jetzt mal auf der anderen Seite. Retten wir die Welt. Das ist echt schön gemacht. Schöner Wasserfall hier auch. Sehr idyllisch. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen gleich da lang, aber ich will mal kurz hier gucken. Diese Richtung. Ende der Klimatour. Okay. Klimatour haben wir gemacht. Klimatour war, glaube ich, das mit diesen Nachrichten, ne? Das gucken wir nachher nochmal nach. Nehmen wir auch nochmal einen Blick. Das Gehege hier, was war denn hier nochmal drin? Weiß es leider gerade nicht. So, dann gehen wir mal den Rundgang weiter. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Jetzt geht's hier entlang. Auch wieder schöne Details hier. Okay, da sollten wir nicht rein. Tropenhaus King Julian. Okay. Komm mal hinein. Öffne dich. Tada. Sehr schön. Jetzt sind wir im Tropenhaus. Hier ist schon wieder ein Schlafplatz. Hier sind Warzenschweine. Hier geht's hinauf. Kann man sich hinsetzen. Ganz viele Vivarien. Schön begrünt hier. Von oben kann man auch nochmal runtergucken. Das ist aber begehbar hier, das Gehege, ne? Ja. Die können hier überall langklettern auch. Cool gemacht. Katas und Varis. King Julian lebt hier wahrscheinlich und hat das Kommando. Eröffnung 2020, haben wir. Schlafraum. Und WC, okay. Hier kommen wir nochmal auf Klo. Hier ist ein Schlafraum. Wie kommen die denn da rein, die Äffchen? Auch hier, okay. Macht Sinn. Aber ich glaube, hier können die Besucher nicht rein. Das ist ein Mitarbeiterweg. Finde ich aber cool, dass du den überdeckt hast, den Mitarbeiterweg. Sehr schön. Auch nochmal so ein kleiner Außenbereich dann. Ansonsten wieder viel mit Glasdächern gearbeitet, damit natürliches Licht reinkommt. So, und hier ändert wieder die Wegfarbe. Hier geht's nicht weiter. Und hier haben wir afrikanische Wildhunde. Oh, die sind so süß. Ich mag die gern. Da oben geht's, glaube ich, auch noch rein. Da gehen wir gleich auch hin. Oh, das sieht auch wieder super schön hier aus, die Mauer. Cool gemacht. Auch, dass hier dann ein Brett mal so absteht. Coole Details. So, sind wir denn jetzt? Sind wir auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Ja. Hier können wir nochmal die Katas und Varis sehen. Wir haben nochmal schöne so Sitzecken. Die sind sogar sehr gut eingebaut. Da hat man wirklich dann so ein bisschen Privatsphäre. Weil die halt so ein bisschen, ja, so fast so wie einzelne Kammern sind, wenn man hier sitzt. Dann die Säule trennt einen nämlich von der rechten oder linken Bank. Ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Hier sind die Warzenschweine. Die können hier nicht rüberspringen. Krass. Okay. Scheint zu funktionieren. Glaube ich aber ganz gut, wie ich hier gerade laufe. Ich glaube, ich mache nichts falsch. Afrika. Da haben wir nämlich hier auch einmal so einen kleinen Rundgang gemacht. Sehr schön. Gibt's ja auch nicht, ne? Das erste Mal, dass ich mich nicht verlaufe und klarkomme. Ich mache intuitiv alles richtig. Kommt selten bei mir vor. Da gehen wir mal jetzt hier entlang. Können wir nochmal die Wildhunde sehen. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von den Hippo- und Flamingo-Gehege. Da, wo die schlafen. Cool. Und hier kann man dann nochmal die Wildhunde beim Schlafen sehen. Echt gut gelöst, dass man alles mal schön beobachten kann. Auch hier wieder tolle Details. Hier geht es dann nach oben. In dieses Gebäude, was wir gesehen hatten. Mal nochmal von oben gucken, wie die Wildhunde da
Essen? Mal kurz einen Blick riskieren. Und hier kann man auch nochmal schauen. Da waren wir vorhin, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ist auch nochmal so ein Guckding. Komm in Afrika. Müssen wir jetzt hier weiter? Ja. Ich glaube, dann haben wir den Rundgang abgeschlossen. Ich glaube, wir haben das sehr gut gelöst. Hier waren wir vorhin schon auf der Brücke. So, jetzt sind wir wieder am Ausgang. Also wirklich ein perfekter Rundgang. Das heißt, man hat keine Umwege. Man kann jetzt einfach den Zoo wieder verlassen. Sehr, sehr gut gemacht. Ich schaue jetzt nochmal von oben, ob ich irgendwas verpasst habe. Also hat mir richtig gut gefallen. Richtig coole Sachen in deinem Zoo. Also sehr inspirierend. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Snacks and Drinks. Und nochmal eine süße Ecke, wo man das Essen trinken kann. Kann gut sein, dass ich ein paar Sachen übersehen habe. Hier ist nochmal eine Panda-Oase. Oder ist das die, die ich vorhin gesehen habe? Nee, eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. Die Leute haben auf jeden Fall Panik. So, das hatten wir gesehen, das Affenhaus. Hier waren wir drin. Was ist das? Ach, das ist nur für Personal, da waren wir auch drin. So, wollen wir jetzt mal kurz die Sachen hier angucken. Weltuhr, noch ist es nicht zu spät. Okay, Nummer 1. Ich hoffe, wir finden jetzt alle auf die Schnelle. Was ist das? Nummer 5, okay. Ja, wir waren überall hier, ne? Ich glaube schon. Bärenhöhle. Ach, die Kameraführung ist wieder on point. Unsere Zukunft. Okay, ich glaube, das ergibt keinen Satz zusammengedings. Das ist einfach nur solche Sprüche, die einen so ein bisschen auf den Klimawandel hinweisen und dass wir was ändern müssen. Finde ich aber eine coole Idee. Dass du dir da wirklich was überlegt hast. War ich hier? Wait. Hier war ich nicht. Schaut mal. Habe ich nur einen Gang entdeckt, wo ich nicht war. Wenn wir nochmal von oben gucken, das müsste das Wolfsgehege sein. Sieht schon echt interessant aus, ne? Mit diesen ganzen Wegen, wo die Wölfe hin können. Ja, hier hinten können die hochklettern. Also das ist sehr schön mit Fels gearbeitet. Das hatten wir gesehen. Bald nur Erinnerung, ist Nummer 3. Ich hoffe echt, ich übersehe jetzt gleich nichts. Hatten wir aber alles gesehen hier, ne? Das ist aber alles sehr schön gelöst hier. Sind auch wieder Details. Umgekippte Schubkarre. Wow. Das hier sieht auch cool aus. Was ist das denn hier? Das habe ich gar nicht gesehen. Kleiner botanischer Garten. Ah. Elefantenhaus. Ein heruntergekommenes Haus. So viele Details. 5 Euro. Richtig cool. Kleiner botanischer Garten. Auch sehr verwuchert hier, aber sieht echt nice aus. Wenn man dann hier so durchgeht. Ist halt sehr heruntergekommen, aber wirklich schön gemacht. War ich hier vorhin? Ich glaube, ich habe das nur von außen gesehen, ne? Hier sind wir gar nicht hingegangen. Warte. Oh, hier hinten waren wir gar nicht. Oh mein Gott. Hier waren wir aber drin, oder? Ne, hier waren wir auch nicht drin. Sehr geehrte Zoobesucher, bitte spenden Sie für unsere Ganges-Gaviale, damit wir Ihnen ein größeres und neues Gehege bauen können. Ihr Zoo-Team. Cool. Können die dann schlafen? Hier haben wir eine ganze Ecke übersehen, Leute. Gut, dass ich hier nochmal langfliege. Schauen wir uns jetzt von oben an. Boah, das sieht auch toll aus hier. Sehr schöner Wasserfall. Hier kann man dann nochmal durchgucken. Was haben wir denn hier? Ah, Panzernashörner sind hier. Und auch Nilpferde, oder was? Ne, das sind Panzernashörner. Sah gerade aus wie ein Nilpferd. Indische Elefanten haben wir hier noch. Hier ist dann nochmal eine schöne Ecke. Das ist echt toll gemacht. So viele Details. Elefantenhaus. Okay. Boah, sorry für die schlechte Kameraführung. Ah, auch cool hier mit so einem Wassergraben nochmal abgesteckt. Und hier schlafen dann die Panzernashörner und Elefanten. So, gehen wir mal so gut wie es geht hier durch. Restaurant. Entschuldigung, Elefantenimbiss. Auch nochmal hinein. In Statuen. Oh, hier steckt wirklich viel Arbeit drin. Schreib mal gerne rein, wie viele Stunden du hier investiert hast. Ach, hier war ein Durchgang, okay.
echt gar nicht nach draußen gemusst. Kann man sich dann nochmal was zu essen holen. Eine schöne Sitzecke. Hier geht's dann wieder raus. Hatten wir auch nicht gesehen. Hier sind nämlich Schneeleoparden. Hier unten ist die Ecke, wo man die beim Schlafen beobachten kann. Und hier ist das Gehege. Wieder schön mit Höhenunterschieden. Natürlich nicht immer ganz so schön, wenn das so glatte Felsen sind, aber trotzdem besser als eine normale Barriere. Am schönsten ist es, wenn es wirklich natürlich aussieht, wie ein richtiger Berg. Oder wie so eine Felswand. Alte Schneeleopardenstube. Oh, da gibt es sogar was drin. Krass. Okay. Was wir jetzt hier gerade alles noch entdecken. Sehr heftig. Aber ansonsten hatten wir alles gesehen, oder? Hier hinten waren wir, oder? Haben wir diese Brücke gesehen? Weiß gerade nicht. Sieht so leer aus, als wenn hier kein Tier wäre. Ach, das waren die Tigergehege. Ah, okay. Doch, hier waren wir. Hier vorne standen wir. Hatten wir also gesehen. Jetzt habe ich hier diese Klimaschilder völlig außer Acht gelassen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben nämlich alle vorhin gesehen bei der Besichtigung. Und da die auch ohne den Zusammenhang Sinn ergeben, passt das schon, denke ich. Hier waren wir auch drin. Ah, hier ist die 4. Immer mehr Temperatur. Und dann geht es zur 5. Da war das Schnarchzentrum. Hier vorne. Ne, wo geht es dann zur 5? Hier geht es zur 5, genau. Retten wir die Welt. Sehr cool. Finde ich nice. So, ich glaube, wir haben aber echt alles gesehen. Ja, dann sind wir hinten lang gegangen. Das passt. Dann schauen wir nochmal bei Nacht rüber. Was wir da so für Highlights finden. Fliegen wir mal hier rein. Willkommen in Zoomania. Okay. Schön angestrahlt hier mit Scheinwerfern. Sowas ist immer toll. So viele Details hier. Ich weiß gar nicht, ob ich den hochladen durfte. Ich glaube, das stand nicht in der E-Mail drin, leider. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr euch selber hier gerne nochmal umgucken. Kannst ja gerne noch nachträglich reinschreiben. Andreas war, glaube ich, dein Name, ne? Hier auch sehr schön beleuchtet. Wow. Mega cool. Das sind übrigens hier diese Lampen in dem Baum. Finde ich auch nicht schlecht, wenn dann mal ein so ein bisschen Beleuchtung ist im Gehege. Das macht ja rein gar nichts. Hier auch sehr schön mit den Scheinwerfern. Gehen wir mal in so ein Gebäude rein, wie es da aussieht. Okay, das ist auch krass ausgeleuchtet. Aber ist perfekt, ne? So kann man wenigstens noch essen, so hell wie das hier ist. Ist super. Auch hier außen schön beleuchtet. So, gehen wir hier nochmal schnell rein. Elefantenhaus. Ja, das ist ein bisschen dunkler, aber hier schlafen ja auch die Tiere, deswegen macht das schon Sinn. So, hier ist schön beleuchtet. Hier fliegen wir auch nochmal schnell durch. Oh, sogar mit so grünem Licht. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt im Groben und Ganzen hoffentlich nichts Gravierendes verpasst. Hat aber richtig Spaß gemacht. Das war Zoomania von Andreas. Richtig, richtig cool. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Lasst ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.